Vorstellung der Thementische heute Morgen. Heute Morgen seit 9 Uhr schon zwei extrem spannende Runden. Zunächst einmal die Vortragsrunden auf die vier Räume verteilt und dann in Parallelsessions nochmal die Thementischmoderationen. Ich bin so ein bisschen bei vielen rumgegangen und ich habe festgestellt, fantastisch interaktive, angeregte Diskussionen nur in einem Raum, wurde richtig am Tisch gesessen und gearbeitet und das war beim studentischen Engagement. Also die Studierenden haben uns wieder gezeigt, wie es geht. Ich darf Sie jetzt begrüßen zur Ergebnispräsentation der Diskussionen auf den Thementischen. Wir hatten die Thementische in Parallelsessions über die Kooperationen, einmal mit Partnerorganisationen, dann die innovativen Methoden im Service Learning, die internationale Dimension im Service Learning und zuletzt schon eben erwähnt die studentischen Initiativen, das studentische Engagement an Hochschulen. Ich darf jetzt der Reihe nach die jeweiligen Themenverantwortlichen kurz zu mir nach oben bitten und Sie stellen dann kurz Ihr Thema vor und eben, was ist Neues aus den Diskussionen dazugekommen. Ich darf Sie erst aus dem Bereich Kooperation mit Partnerorganisationen zum Themenfeld Kooperation zwischen Hochschule und Zivilgesellschaft, Begegnung auf Augenhöhe oder Kampf um das Prestige, geführt von Frau Merle Becker von der Goethe-Universität und Frau Dr. Tatjana Matthiesen von der Zeit-Stiftung. Sie bitten, kommen Sie zu mir nach vorne und berichten Sie uns kurz, was war Ihr Thema? Und also das ist ein Fehler im Programm. Das war nicht von Frau Dr. Matthiesen, die ist später dran. Da fehlt sie da im Programm leider. Aber sie war mit bei uns dabei und hat sich natürlich trotzdem eingebracht. Ja, der Titel wurde ja gerade schon gesagt, das ist ein bisschen provokant und auch extra provokant, Begegnung auf Augenhöhe oder Kampf um Prestige. Wir haben diskutiert, wie können verschiedene Partner in Projekten zusammenkommen, das heißt die Hochschulen mit der Zivilgesellschaft, mit studentischen Initiativen, aber auch mit der Zielgruppe. Wir haben uns da explizit mit dem Thema Flucht, Asyl, Migration und im Jahr 2015 auseinandergesetzt, in dem es ja in vielen Hochschulen so war, dass in sehr kurzer Zeit Projekte für Flüchtlinge aus dem Boden gestampft wurden und es da auch ganz stark darum ging, oh Gott, diese Uni macht noch nichts für Flüchtlinge, wir müssen auch was tun. Aber häufig die Feedbackschleife fehlte, was braucht die Zielgruppe eigentlich oder auch die Feedbackschleife, welche Strukturen gibt es schon und auf welche können wir uns denn auch, mit welchen Partnern können wir da zusammenarbeiten. Wir haben uns überlegt, woran lag das im Jahr 2015? Wir haben verschiedene Punkte herausgearbeitet, das heißt, es gibt einmal in Universitäten einen großen Zeitmangel, gerade bei im Mittelbau haben Menschen häufig nicht die Zeit, langfristig Projekte wirklich zeitintensiv zu betreuen. Dann gibt es immer knappe Fristen bei Drittmittelanträgen und Drittmittelanträge sind ja nun mal auch ein wichtiger Faktor in akademischen Lebensläufen. Das heißt, es geht auch darum, möglichst diese Fristen einzuhalten und schnell Konzepte irgendwie zu entwickeln, dass häufig die Zeit auch nicht da ist, wirklich in Kommunikation zu treten. Und die Außenwirkung Prestige war auch da im Jahr 2015 natürlich besonders wichtig. Wie gesagt, also es musste irgendwas mit Flüchtlingen gemacht werden. Darüber hinaus haben wir dann noch uns überlegt, ist eine Kooperation auf Augenhöhe überhaupt möglich? Als Frage gestellt. Und wie ist das mit den Privilegien? Denn gerade eine Hochschulleitung hat natürlich andere Privilegien, als es jetzt zum Beispiel ein AStA hat. Diese Privilegien abzugeben von Seiten der Hochschule ist natürlich auch schmerzhaft. Und zu sagen, wir geben euch jetzt Sachen was ab und wir versuchen uns tatsächlich auf Augenhöhe zu begegnen. Das heißt, das Ganze ist eine Machtfrage. Und wer gestaltet denn diese Konzepte, die Projektkonzepte? Das sind quasi die Probleme, die wir hier gesammelt haben. Hier auf dieser Seite haben wir uns dann überlegt, okay, das sind die Probleme, aber da sollten wir natürlich nicht stehen bleiben, sondern versuchen sie anzugehen. Und haben uns überlegt, dass diese Sache mit dem Prestige und PR natürlich nicht nur auf Seiten der Hochschulen zentral ist, sondern auch auf Seiten der Engagementpartner. Gerade Vereine profitieren natürlich auch ganz stark davon, mit Hochschulen zusammenzuarbeiten. Das heißt, es könnte durchaus ein Win-Win-Faktor sein. Als Gelingensfaktor haben wir noch aufgezählt, dass wenn der Mehrwert den Zeitaufwand übersteigt, dann ist es natürlich auch wert, ihn einzugehen. Das heißt,
Ziel wäre es eigentlich, einen nachhaltigen Aufbau und eine nachhaltige Pflege zu schaffen mit Kooperationspartnern und nicht erst, wenn das Projekt dann umgesetzt werden soll, nach Kooperationspartnern zu suchen, sondern da schon ein Netzwerk zu haben. Das bedeutet aber auch, dass unterschiedliche Perspektiven immer ausgehalten werden müssen, dass natürlich sich eine Hochschule auch öffnen muss zur Diskussion und immer auch ein Fokus auf Professionsentwicklung liegt, also auch eine Verankerung in Lehre und Forschung von Projekten, dass es halt nicht nur ein Service ist für die Zivilgesellschaft. Das heißt, wir hatten auch ganz klar das Thema Reflexion, dass natürlich das alles irgendwie umspannt, immer als wichtigen Faktor in allen Projekten, vorher, nachher, mittendrin, das Ganze zu reflektieren mit den Engagementpartnern und dabei eine Kooperationskultur bei allen Akteuren auch aufzubauen, die eine weitläufige und nachhaltige Kommunikation immer mit einschließt. Und was wir noch als Punkt hatten, den ich irgendwie ganz greifbar und ganz schön fand, sich zu überlegen, wenn man solche Projektanträge stellt für Konzepte, für Projekte, dass man da schon direkt diese Phase mit reinnimmt, dass man quasi auch schon diese Phase beantragt, finanziell beantragt, die eine Suche und eine Findung mit einnimmt und die Diskussion mit den Partnern und die Kommunikation, dass das nicht erst anfangen, Gelder zu akquirieren, wenn das Projekt schon steht, weil dann hat man im Prinzip für die erste Phase nicht genug Zeit. Das war so. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Aber. Vielen Dank. Ja. Angedeutet, Erwartungsmanagement stärker berücksichtigen. In diesem Zusammenhang an Frau Dr. Katja Krug von der Uni Koblenz-Landau die Frage: Ist die Hochschule ein unentgeltlicher Dienstleister? Bitte stellen Sie uns die Ergebnisse aus Ihrem Bereich vor. Sehr gerne. Es gibt was sehr Unangenehmes, wenn ich hierher komme. Ich habe meistens keine Antworten, sondern mehr Fragen. Aber die sind ja auch wichtig. Haben wir von vielen wichtigen Personen gelernt. Herzlichen Dank an die Gruppe, das war eine etwas kontroverse Diskussion. Es war nicht heißblütig oder so, sondern relativ ruhig, alles entspannt. Aber trotzdem waren wir uns bei vielen Punkten auch nicht immer ganz einig. Das möchte ich Sie bitten zu berücksichtigen. Wir haben uns dem Thema gewidmet, die Hochschule als unentgeltlicher Dienstleister zwischen Verantwortung und Instrumentalisierung, Fragezeichen. Wir sind eingestiegen mit einer kurzen Frage, wie stark die Bedeutung des Themas Rollenkonflikte wahrgenommen wird bei den einzelnen Beteiligten auf einer Skala von 0 bis 10. Und viele lagen bei zwischen 0 und, also 1, 2, 2 war kaum ausgeprägt, also sagen wir im unteren Bereich. Das heißt, die Schmerzen sind nicht besonders groß. Das muss natürlich anfangen zu differenzieren. An einer Stelle ist es stärker, an anderer ist es schwächer. Aber insofern war das kein Zündstoff, mit dem wir reingegangen sind. Wenn es darum geht, welche Verantwortung haben wir und werden wir auch manchmal instrumentalisiert, also zum Thema, wie stark nehmen wir Rollenkonflikte eigentlich wahr, wie präsent sind die. Dann haben wir uns drei Fragen gewidmet, beziehungsweise das hier ist ein Block. Wem sind wir verpflichtet und wer hat Erwartungen an uns? Stakeholder Mapping ist ein Begriff, den manche kennen. Welchen Erwartungen sehen wir uns gegenüber? Also was wollen diese Personen oder Faktoren und wie gehen wir damit um? Der letzten Frage konnten wir uns leider nicht mehr widmen. Wäre natürlich auch spannend gewesen, was machen wir eigentlich? Aber wir sind letztendlich zu vielen Punkten gekommen, die manchmal einfach Konfliktpotenzial bergen, aber deutlich weniger, als ich jetzt zum Beispiel erwartet hätte. Also einerseits haben wir zum Beispiel das Grundgesetz, wo die Freiheit von Forschung und Lehre auch verankert ist und die Neutralität von Forschung und Lehre auch gewahrt bleiben soll. Ich greife jetzt einzelne Punkte raus. Dann haben wir aber auch von Region, EU-Seite auch den Fokus auf Wirtschaftsentwicklung, Regionalentwicklung, Wissens- und Technologietransfer, dass das auch quasi auf ein bestimmtes Ziel gerichtet sein soll. Wir haben die Hochschulleitung, die natürlich von uns erwartet, dass wir bestimmte Strategien umsetzen, auch Mittel akquirieren. Die Studierenden wollen was von uns, nämlich die wollen eine Berufsvorbereitung und eine Lebenskompetenz. Die Lebenskompetenz steht noch eher in dem Zusammenhang mit Humboldt, den wir auch im Stakeholder Mapping aufgenommen haben, der ein bestimmtes Bildungsideal geprägt hat, sicher mitgeprägt. Und die Berufsvorbereitung geht dann wieder in eine andere Richtung. Das heißt,
Achso, Moment, die Wissenschaftler sind natürlich auf jeden Fall noch da. Und in dem Zusammenhang tauchte was ganz Spannendes auf, nämlich der Begriff Phantom. Also das Verständnis von Wissenschaftlern scheint manchmal deutlich anders zu sein, als das, wie Wissenschaftler sich selber sehen oder wie sie manchmal auch im engeren Umfeld wahrgenommen werden, nämlich dass sie überhaupt nicht unbedingt weltfremd vor sich hin forschen, ich polarisiere, sondern dass sie durchaus auch ein Transferinteresse haben. Was wir erkennen können ist, es ist ein relativ komplexes Gebilde der Personen und der Faktoren und vielleicht auch der Gesetzesvorgaben und auch der Förderprogramme, die uns in einen Zwiespalt bringen, inwiefern sind wir eher so allgemeinen Punkten oder allgemeinen Werten auch verpflichtet mit den Kernsäulen Forschung und Lehre und inwiefern, Instrumentalisierung ist jetzt ein zu starker Begriff, aber inwiefern darf es auch ruhig mal zweckgebunden sein, nämlich für Regionalwirtschaftsentwicklung oder eben auch medizinische Entwicklung und so weiter und so fort. Das ist ein Spannungsfeld, das lässt sich allgemein nicht auflösen. Aber es führt häufiger zu der Frage der Identität von Hochschulen. Was ist eigentlich eine Hochschule? Was für Aufgaben haben wir? Wo balancieren wir? Wenn ich Entscheidungen treffen muss, mache ich A oder B? Weil begrenzte Ressourcen haben wir immer. Und das ist ein Prozess, der deutlich mit jetzt verstärkt wird, wenn wir uns angucken, dass es... dass wir einfach auch solchen Erwartungen jetzt gegenüberstehen. Mhm. Ein Punkt sollten wir nicht vergessen, der schon ganz zu Anfang genannt wurde. Wie gehen wir damit um? Einen Punkt haben wir genannt, ganz früh Erwartungssteuerung. Ganz wichtig, damit nicht Kooperationspartner von uns zum Beispiel Wunderwerke erwarten, bei Psychologen ist das öfter so, wir können alles. Das stimmt natürlich nicht und insofern, wir können auch nicht alle Leistungen für umsonst erbringen. Und wenn man das aber ganz früh intensiv klärt, dann ist es relativ ein Positivfaktor für den weiteren Verlauf. Vielen Dank. Ja, im Thema Kooperationen mit Partnerunternehmen, dass ich hier viel um die Frage, was ist eigentlich die Rolle der Universität, was ist die Rolle der einzelnen Stakeholder innerhalb und außerhalb der Identität stellen, ist eigentlich klar. Und ich glaube, am wichtigsten ist es tatsächlich am Anfang, diese Erwartungen einzuschätzen, auch die Rollenkonflikte innerhalb zu klären. Ich glaube, da haben diese beiden Thementische uns deutlich weitergebracht. Kommen wir zum nächsten Punkt, innovative Methoden im Service Learning. Da darf ich zu mir bitten, den Professor Dr. Alexander von Odisco, der zusammen mit Frau Professor Dr. Alexandra Theiner, beide von der Hochschule Augsburg, sich dem spannenden Thema gewidmet haben, agile Methoden. Gleich schon wieder eines dieser Buzzwörter, die momentan extrem wichtig sind, auch wichtige Kompetenz für die Studierenden, in der Softwareentwicklung für Zielgruppen mit besonderen Bedarfen. Darf ich Sie zu mir bitten? Ich habe mal kurz bei Ihnen reingespickt, da ging es auch um Autisten und dergleichen mehr. Bitte stellen Sie uns vor, was das Ergebnis Ihres Thementisches war. Ja, danke schön für die Einführung. Im Wesentlichen geht es darum, wir haben erstmal vorgestellt, allgemein, was verbirgt sich überhaupt hinter dem Begriff agile Methoden. Ist vielleicht nicht unbedingt jedem klar, der aus dem Bereich der Informatik kommt. Im Wesentlichen geht es eigentlich darum, Projekte, die man unter anderem nicht konkret am Anfang schon fassen kann, weil einfach das Ziel, was man erreicht, noch etwas unklar ist, so iterativ anzugehen, dass man eben auch Veränderungen während der Projektlaufzeit darauf eingehen kann. Das ist sehr schön, weil man gerade im Bereich Service Learning, gerade wenn man zum Beispiel mit behinderten Menschen umgeht oder Menschen mit bestimmten Anforderungen, in unserem konkreten Beispiel hier geht es um Autisten, hochfunktionale Autisten, die sind extrem individuell in ihrer Aufnahmefähigkeit auf Dinge, auf die sie reagieren und wie sie im Leben, im Alltag damit umgehen können. Und das heißt, wir müssen, wenn wir für eine entsprechende Zielgruppe Software entwickeln, da genau auf die ganz variablen Bedürfnisse der Zielgruppe eingehen. Und bei den agilen Methoden ist es so, dass man zunächst natürlich erstmal anfängt, ganz wichtig, sich überlegt, wie sieht meine Zielgruppe überhaupt aus. Das ist was man in der Informatik oft nicht macht. Da sitzt der Programmierer mit seinem technischen Hintergrund. Wir entwickeln Software für alle verschiedensten Bereiche und versetzen uns nicht in den eigentlichen Benutzer für diese Zielgruppe. Das fällt gerade in diesem Bereich extrem schwer,
wenn ich kein hochfunktionaler Autist bin, kann ich mich schwer da reinversetzen. Ich kenne das Bild nur von außen, ich kenne die Darstellung von Eltern, von Ärzten zum Beispiel, das kann ich mit einbeziehen, aber wie sich derjenige konkret fühlt oder wie der Bedarf konkret aussieht, das geht leider nicht. Und was wir machen, um für uns als Entwickler dann ein bisschen näher reinzukommen, ist, wir versuchen sogenannte Personas zu erstellen. Personas ist eigentlich eine fiktive Person, der wird die entsprechenden Eigenschaften andichten. Das heißt, wir erstellen eine Person, das kann in unserem Fall zum Beispiel ein Jugendlicher sein, der hat bestimmte Vorlieben, bestimmte Einschränkungen, das heißt, er kommt vielleicht mit Situationen im Alltag, Zähne putzen, duschen und so weiter nicht klar, weil es da vielleicht irgendwie Konflikte in ihm gibt, wo er dann nicht weiterkommen kann. Andere Sachen, Problemstellungen in der Schule, komplexe Zusammenhänge meistert er vielleicht hervorragend. Das heißt, wir machen uns dann ein Bild konkret mit Porträt, mit Eigenschaften, mit Hobbys, dass wir uns wirklich eine Vorstellung haben, wie sieht diese Zielgruppe aus. Und das kann zum Beispiel schon mal helfen, um die Software für diesen Bereich zu entwickeln. Und das ist eben ein zentraler Bestandteil von den agilen Methoden, neben konkreten Anforderungen für bestimmte Handlungsabläufe. Was wir jetzt festgestellt haben in unserem Arbeitstisch, war eigentlich, dass wir dieses Hineinversetzen in eine Zielperson, dieser Perspektivenwechsel wirklich, dass wir das wirklich in vielen Bereichen vom Service Learning eigentlich verstärkt vertiefen müssten. Ja, das ist einfach, die Zielgruppen sind so unterschiedlich und ich denke, dass das diese Übernahme, dieses Erstellen von Personas wirklich helfen kann, auch in ganz anderen Bereichen. Sei es jetzt, wir hatten bei uns zum Beispiel ein Beispiel, wo es um Demenzerkrankte ging. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach, sich da mal rein zu versetzen. Das muss man auch mal eine Weile sacken lassen, sich wirklich mal überlegen, was das für einen bedeutet. Und da können so Personas vielleicht helfen. Ja? Und das kann auch bei anderen behinderten Menschen sein, die einfach da Barrieren treffen im Alltag, auch wenn es an PCs und so weiter, dass man da einfach ein bisschen mitnimmt und wirklich diesen Perspektivenwechsel mal aktiv vornimmt. Und das war das, was wir in der Gruppe eigentlich diskutiert haben. Vielen Dank. Ja, es ist eigentlich wieder eines dieser Beispiele von Service Learning at its best, weil die Studierenden ja direkt in Interaktion dann mit den Personen Kompetenzen erwerben, die sie auch im Lehrbuch oder auch in der Vorlesung erwerben könnten, hier aber ganz konkret. Zum Thema didaktische Entwurfsmuster und Erfassung von Erfahrungswissen beim Service Learning schließt ja unmittelbar daran an, darf ich Jörg Müller und Professor Dr. Wolfgang Stark von der Uni Duisburg-Essen zu mir bitten. Ja, gut. Ich mache das in diesem Fall. Wir haben unsere 45 Minuten genutzt, um ein Überraschungsei auszupacken. Wir haben Spiel, Spaß und Spannung. Also wir haben erst einen Film gesehen, dann haben wir einen Vortrag gehört und danach haben wir noch gespielt. Geredet haben wir über Erfolgsmuster, über die Dokumentation vom impliziten Wissen und quasi über das, was wir in dem Verbundprojekt eigentlich die 3 Jahre gemacht haben, nämlich versucht, das, was die Praktiker in den eigenen Institutionen machen, in irgendeiner Form zu dokumentieren, in der Form der Erfolgsmuster und inwieweit man die nutzen kann. Dann haben wir gespielt und haben 2 Gruppen aufgestellt, die wir dann gegeneinander arbeiten haben lassen. Also die sollten im Endeffekt aus der Fülle der Erfolgsmuster die für sie 5 wichtigsten heraussuchen. Dieser Prozess gestaltet sich erfahrungsgemäß schwierig, aber sie haben es geschafft. Also ich bin sehr zufrieden mit den beiden Gruppen. Ich kann auch Quatsch klären, ja, die Leistung, das waren nur 20 Minuten Zeit, das war schon sehr schwierig. Intention ist, in einen Austausch zu kommen über das Erfahrungswissen, was dokumentiert ist, und auch seine eigenen Erfahrungen in der Reflexion darüber anzuregen. Am Ende haben wir darüber nachgedacht, das kann noch weitergehen, wie kann man es weiter nutzen. Wir haben festgestellt, dass es schon benutzt wird zur Seminarentwicklung, das Tool, und auch zur Reflexion in Settings mit Studierenden und anderen Dingen. Wir werden das Ding jetzt weiterentwickeln und was es ging, ist das Kartendeck Service Learning an Hochschulen. So. Wer nachgucken will, es liegt nachher draußen. Genau. So, das ist jetzt nicht nur innovative Methoden im Service Learning, sondern das ist Innovation im Service Learning, weil das Modell dann auch gleich nochmal weiterentwickelt wird. Hervorragend. Soweit zum Thema innovative Methoden im Service Learning. Wir widmen uns jetzt dem Themenkomplex
die internationale Dimension im Service Learning. Und da ging es zunächst einmal um die Herausforderungen in internationalen Service Learning Projekten. Ich darf Frau Dr. Eva Baccia von der TU Berlin und Christiane Roth aus Leipzig von der Hochschule und Gesellschaft. Nein, Common Mission, entschuldige, Hochschule und Gesellschaft, so heißt es richtig genau, aus Leipzig zu mir bitten. Bitte schön. Vielen Dank. Ja, also wir haben über die Herausforderungen von internationalen Service Learning Projekten gesprochen, und zwar am Beispiel von einem Projekt, was jetzt gerade vor kurzem zwischen der Technischen Universität in Berlin und der Universität in Warschau initiiert worden ist. Und dieses Projekt ist international in zweier Hinsicht. Also zuerst geht es darum, dass an den beiden Universitäten die studentischen Gruppen Service Learning Projekte entwickeln und dann zum Austausch kommen. Also das ist schon international, die deutsche und die polnische Gruppe. Und die zweite Sache, das Thema ist auch international. Es geht nämlich um die internationale Kooperation und Kommunikation im Bildungsbereich. So heißt ein Modul auch an der Technischen Universität, was jetzt neu gestaltet wurde, sodass man auch Service Learning Format einsetzen kann. In Warschau waren die Anfänge anders, da war der Begriff von Service Learning völlig unbekannt. Ich habe das meinen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen vorgestellt, die waren sehr begeistert, haben gesagt, ja, wir versuchen das zu machen, aber dann konnte man schon schnell die Unterschiede zwischen den beiden Hochschulkulturen und Strukturen von beiden Universitäten identifizieren. Und das haben wir auch kurz in unserem Thementisch besprochen. Ich gebe nur zwei Beispiele, wie es am Anfang war. Also in Polen sind die Hierarchien an Hochschulen noch viel stärker ausgeprägt als hier. Das heißt, meine Kolleginnen und Kollegen haben gesagt, tolle Idee, aber wir können nicht einfach so damit starten. Wir sollen ein Konzept etablieren, beschreiben und das dem Präsidium vorlegen. Und wenn das Präsidium das akzeptiert, dann bekommen wir auch Geld, also finanzielle Finanzierung für das Projekt, und erst dann können wir starten. Und in Berlin also, ich bin auf die Idee gekommen, dass das Thema sehr gut zum Service Learning und Kooperation mit Warschau Polen passt, wo die interkulturelle Bildungsarbeit besonders in Bezug auf Flüchtlinge nicht so weit ist und wo es wichtig wäre, das polnischen Studieren auch zu zeigen, dass es anders gehen kann. Ja, und dann habe ich mit einer Professorin gesprochen, die verantwortlich für dieses Modul ist, ob es möglich war. Sie wusste schon, dass Service Learning ist, sie war begeistert, hat gesagt, gut, dann machen Sie das. Einfach so. Also das war am Anfang einfacher, aber andererseits ist es so, dass in Berlin das Modul schon beschrieben ist, es hat schon bestimmte Inhalte und man kann nicht so plötzlich alles verändern. Also da geht man in kleinen Schritten. Und in Warschau, wenn es klappt, dass das Präsidium das Konzept akzeptiert, dann ist es möglich, eine völlig neue Lehranstaltung zu entwickeln in Kooperation mit den Studierenden, weil die Studierenden auch das Konzept mitentwickeln sollen. Ja, und das zweite Beispiel aus einem ganz anderen Bereich, es geht um unterschiedliche Semesterlaufzeiten. Wir wollen auch die beiden Gruppen zum Austausch bringen, sie sollen sich besuchen. Und es war auch so geplant, dass sie am Ende, wenn sie schon die Projekte durchgeführt haben, sich treffen und das diskutieren, was sie in diesem Bereich inhaltlich für sich entdeckt haben und auch was sie zu dieser Methode, welche Meinung sie zu dieser Methode haben. Und das machen sie am Ende von diesen Projekten. Aber Sommersemester in Berlin endet Mitte Juli und in Warschau Anfang Juni. Also zum Austausch kann es Ende Mai kommen, und das ist so eine ganz einfache organisatorische Sache, aber ein Beispiel dafür, wie unterschiedliche Faktoren man berücksichtigen muss, wenn man internationale Service-Learning-Projekte plant. Genau. Und bei dieser Einführung hatten wir dann eben offen in die Runde gefragt, welche Herausforderungen noch denkbar sind und welche Erfahrungen vorliegen mit Service Learning, mit einer internationalen Komponente. Und da zeigte sich, dass einerseits einzelne Anwesende eben schon intensive Erfahrungen haben, also gerade an der TU Berlin in den Projektwerkstätten, Studierende dann Projekte machen, die Verbindungen nach Afrika und in die Türkei haben, also als Länder wurden genannt Benin, der Senegal. Und da hört meine Erinnerung auch auf, es war nur Kongo, genau. Und
Und auf der anderen Seite waren aber eigentlich die meisten Anwesenden eher auf dem Weg in Richtung Service Learning in einem internationalen Kontext. Also ähnlich wie du vor einem Dreivierteljahr überlegt hast, was kann man irgendwie zwischen der TU Berlin und Warschau machen, so waren jetzt die Überlegungen, wie kann zum Beispiel von der KU Eichstätt aus was in den Kongo transferiert werden oder da eine Kooperation entstehen, oder wie kann an der Hochschule Koblenz-Landau vielleicht auch in einem Studiengang eine internationale Komponente bewusst aufgenommen werden. Und da war jetzt für mich auch so das Ergebnis, dass Internationalisierung von Hochschulen eben jetzt ganz anders gedacht wird als vor 20 Jahren klassisch Income-Outcome, sondern dass einfach internationale Aspekte in die Lehre integriert werden und das eben auch mit dem Thema Service Learning und Engagement und Verantwortungsübernahme verbunden wird. Das würde so als Gesamtfazit sehen, dass das so der Tenor war in unserer Session. Vielen Dank. Bitte. Ja, sehr spannend aus der Perspektive von der internationalen Dimension von Service Learning auch darauf zu kommen, wie unterschiedlich die Rollen der interagierenden Hochschulen, nicht nur der verschiedenen Rollen in den Hochschulen, sondern auch der Hochschulkulturen selber in diesem Kontext sind. Sehr, sehr spannend. Einen ähnlichen Blick auf dieses Thema, nur diesmal anders, nämlich internationale Studierende in Deutschland zu integrieren. Dieses Themas hat sich der nächste Block angenommen, Dr. Holger Backhaus-Maul von der Universität Halle-Wittenberg, Christiane Sattler und Leonore Grotka von der Freiwilligenagentur. Auch spannend, die Kooperation Hochschule und Freiwilligenagentur hier zu sehen. Ich darf Sie bitte nach vorne bitten, ich darf Sie nach vorne bitten, genau, ich schaue immer da hinten hin, schaue jetzt Sie an. Erzählen Sie uns etwas zur neuen Rolle der Organisationen im internationalen Service Learning. Genau, bei uns ging es auch um Service Learning mit internationalen Studierenden, aber im Fokus auf die Kooperation. Und da haben wir einerseits einmal die Hochschule vorgestellt, die Unihalle traditionell, nicht immer mit einer Kontinuität gewährleistet durch Rektoratswechsel und doch den beiden Hauptaufgabenfeldern Forschung und Lehre, wo jetzt Internationalisierung zum Beispiel gar nicht mit dabei steht. Und einer Non-Profit-Organisation, es gab ein Beispiel der Altenhilfe, die sich eine interkulturelle Öffnung wünschen. Es gibt bei den BewohnerInnen kaum Migrantinnen, kaum bei den Mitarbeitenden, aber man wünscht sich das. Und wie das geschehen kann, zum Beispiel bei der Hochschule reicht es, wenn man schreibt, wir sind eine offene Hochschule und wir haben auch Engagement für Flüchtlinge, oder ob Internationalisierung, Engagement mit und für internationale Geflüchtete nicht auch anders verankert werden muss und wenn ja, wie. Und bei den Non-Profit-Organisationen wurde auch klar gesagt, es gibt da eine Hauptamtliche, die da sehr engagiert ist, aber sie alleine kann das auch nicht machen, sondern die Mitbewohnerinnen müssen mitgenommen werden und natürlich auch die Hauptamtlichen. Als Mittelorganisation hatten wir in dem Beispiel die Freiwilligenagentur, und was ich sehr spannend fand, war die Frage, ob diese Mittlerin unbedingt extern sein müsse. Und unsere Antwort war schon ja, denn wenn sie an der Hochschule angesiedelt ist, ist es vielleicht auch eine Stelle, die nach 4 Jahren wieder abgeschafft wird, weil es eben nicht Forschung und Lehre ist und weil das halt eine Organisation ist, die beide Seiten kennt, aber nicht in beiden Seiten drinsteckt. Also sie hat immer noch einen externen Blick und kennt trotzdem beide. Diskussion. Sehr herzlichen Dank. Ja, unterschiedliche Kulturen von Organisationen, unterschiedliche Kulturen von Hochschulen, unterschiedliche Rollen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir drängt sich immer mehr der Eindruck auf. Also erstens hätten wir heute Morgen sich nicht nur 4, sondern 8 mal 8 teilen müssen. Das Zweite ist aber, dass die Themenbereiche und die Diskussionen in vielfältiger Weise aufeinander antworten. Also ich freue mich schon auf unsere nächste Tagung. Zunächst einmal aber kommt die spannende Perspektive jetzt der studentischen Organisationen mit hinein. Urte Böhm und Silvia Eutner von der Alice-Salomon-Hochschule haben die Frage gestellt, studentische Initiativen, emanzipatorische und transformative Projekte, um gleich 2 aktuelle Diskussionen der Hochschulen aufzunehmen, oder Verausgaben von Ehrenamt? Das ist Ihre Antwort. Wir haben praktisch versucht, den speziellen Kontext der Alice-Salomon-Hochschule nochmal darzustellen, wo
ja auch eine Tradition herrscht, ehrenamtliche Berufe oder Berufe, die aus dem Ehrenamt kommen, zu professionalisieren, ehemalige Frauenberufe zu professionalisieren, weshalb es für uns als Universität, als Hochschule ein sehr wichtiges Thema ist, und zwar diese Professionalisierungsfrage, die Strukturierungsfrage für uns als Universität, für die Praxis und auch für die Personen, die praktisch von den Unterstützungsangeboten, die diese in Anspruch nehmen, also die Geflüchteten in dem Fall, wie wir jetzt die Kollegen vorgestellt haben. Wir kommen zu einer Struktur, curriculare Angebote, es braucht extracurriculare Angebote und es braucht eine Strukturbildung und es braucht praktisch alles hinführend zu einer Vernetzung. Man braucht Netzwerkpartnerinnen, die transformatives Wissen, also die Wissen teilen können auf Augenhöhe. Und wir haben das Projekt ein solidarisches Format nochmal mehr eingebracht, um darauf hinzuweisen, wie praktisch ein Format entwickelt wurde, um auf Augenhöhe mit Kooperationspartnerinnen, Geflüchteten und Hochschulangehörigen zu diskutieren. Wir hatten eine Woche lang praktisch uns zurückgenommen, um uns genau diese Fragen zu stellen, wo wollen wir mit den Professionen hin, wo wollen wir mit den Angeboten in der Einwanderungsgesellschaft hin, die unsere Hochschule zur Verfügung stellen, und wo wollen eigentlich unsere, also wo wir die Bezugsgruppe eigentlich hin, also wo wollen wir Flüchtlinge eigentlich mit den Angeboten hin. Für studentische Initiativen bedeutet das für uns, wir müssen professionell anleiten, begleiten, wir müssen anerkennen, also curricular auch anerkennen, extracurricular auch anerkennen, und es müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit soziale Innovationen von Studentinnen gefördert werden können. Also wir versuchen in unserer Universität, und da haben wir dann auch einen sehr schönen Austausch gehabt, mit anderen Partnerinnen tatsächlich Maßnahmen und Unterstützungen zu bringen, wie man auch in den Gründerinnen Situation geraten kann, vor allem mit sozialen Innovationen, und dieses Wissen wieder austauschen kann. Ja. Vielen herzlichen Dank. Die Frage hängt im Raum, die Frage wurde vom nächsten Thementisch aufgenommen, curriculare Verankerung. Wie kann das freiwillige Engagement in Zeiten von Bachelor- und Masterstudiengängen ermöglicht werden? Ich darf den Urs Bremer von der Justus-Liebig-Universität zu mir bitten, der uns diese schwierige und oft diskutierte Frage vielleicht beantworten kann. Bitte schön. Koordinieren der Universität Gießen das Projekt Dein Engagement zählt, und wir möchten Studierende dabei unterstützen. Okay. Und ich koordiniere das Projekt Dein Engagement zählt an der Justus-Liebig-Universität Gießen, und wir möchten Studierende dabei unterstützen, ihr Engagement professionell vernetzt und stark auszuüben, dass sie es nachhaltig gestalten können, und wir möchten über das Engagement einen Austausch zwischen internationalen und nationalen Studierenden erreichen und so zur Willkommenskultur beitragen. Ich gehe jetzt mal nur auf den Bereich Professionalisieren ein, weil das um das Curriculum geht. Wir haben dafür einen Ansatz, der sowohl ein Service-Learning-Seminar anbietet, als auch einige, ich nenne es jetzt mal, konventionelle Angebote hat. Und zwar arbeiten wir mit 5 Initiativen aus der Stadt zusammen, wo sich die Studierenden professionellen Input in der Uni holen können und Projekte in der Stadt umsetzen können. Bei unserem Thementisch haben wir bei uns ist das Projekt recht frisch, und wir wollten uns natürlich auch Input holen von allen, die vor Ort sind und vielleicht noch viel mehr Erfahrung haben. Deswegen haben wir an dem Thementisch mehrere Flipcharts gestaltet. Das eine ist Ansätze, wie man Engagement im Curriculum verankern kann. Das andere ist, was ist gut, wovon können andere profitieren? Da haben einige Vertreter was draufgeschrieben und ihre Universität dazu geschrieben. Vielleicht ist das interessant, falls Sie selbst profitieren möchten, hier nochmal einen Blick drauf zu werfen. Und das letzte Flipchart gehe ich gleich drauf ein, wenn ich umdrehe. Bei Ansätze war es so, dass wir ganz am Anfang hat ein absoluter Profi, nämlich der Herr Sporer, gleich eine Matrix aufgestellt, die uns eher dazu alle angeregt hat, darüber zu diskutieren, wo wir unser Engagement, unser Service Learning denn verorten. Ob wir es dezentral, zentral, aktiv oder integrativ, also ob es an Fakultäten ist, in so einer Art Studium Generale angesiedelt ist, ob es eher auf studentische Initiativen aus ist oder ob es
also zentral, aber additiv ist, also ob es zusätzlich zum Curriculum stattfindet und sowas wie ein Career Service oder im Auslandsamt, wo ich ja auch angesiedelt bin. Ja, dazu, da können Sie vielleicht später mal selbst drauf gucken und sich verorten. Also es hat eher Diskussionen losgetreten, deswegen sind hier noch keine Sachen dran geklebt worden. Das nächste ist, was ist gut, wovon können wir profitieren? Und hier hat sich herausgestellt, zwei Sachen sind besonders relevant. Das eine war Vernetzung zwischen den Initiativen, aber auch zwischen Uni und Initiativen, um die Strukturen kennenzulernen, um mit ihnen zusammenarbeiten zu können, um auch Service-Learning-Angebote zusammen mit ihnen entwickeln zu können. Das andere war Sichtbarkeit und Öffentlichkeitsarbeit. Es muss klar sein, dass es solche Angebote gibt, damit die Studierenden auch dazu kommen, sich dafür zu interessieren. Hier sind noch ein paar andere Sachen drauf, aber das waren so die größten Punkte, deswegen gehe ich nur darauf ein. Dann gehe ich einmal um. Letzte war, welche Probleme und Herausforderungen haben wir, um das Ehrenamt oder Service Learning im Curriculum zu verankern? Und da hat sich vor allem, oder haben sich mehrere Sachen herausgestellt, aber eine, die ich ganz besonders finde, weil die bestimmt ganz viele Universitäten haben, Angst vor doppelten Strukturen. Also wenn man Service Learning integriert, fühlt sich die Fakultät vielleicht in irgendeiner Form übergangen oder sagt, unsere Lehrinhalte sind nicht enthalten. Also man muss schauen, dass man mit vielen Leuten spricht und sich austauscht, wenn das neu angeht. Ja, also das ist so die wichtigste Sache, weil die zweimal angenommen wurde. Aber ich lade Sie dazu ein, draufzuschauen und wenn Sie mögen, ich weiß nicht, wo die landen, aber wenn Sie Ihre Universität auch hier draufschreiben möchten und das noch addieren möchten, ich würde es später fotografieren und vielleicht den Herrn Sporer bitten, wenn es einen Konferenz-Output gibt, das herumzusenden. Vielleicht können wir über diesen Pendel hinaus noch einen fruchtbaren Austausch zwischen uns allen haben. Für uns, also für Julia Dienstlager und mich, ist es das erste Mal, dass wir an so einer Tagung vom Netzwerk Engagierte Hochschule teilnehmen und wir sind beeindruckt, wie viel man hier rausziehen kann und wie viele ähnliche Interessen und wie viele ähnliche Problemlagen es gibt. Und ich glaube, auch über diese Tagung hinaus bietet das einen guten Ansatz, dass wir in Kontakt bleiben. Das waren die Ergebnisse des Thementisches heute Morgen. Ich möchte ganz kurz zusammenfassen. Wir sind auf der Tagung Engagierte Hochschule und wir sind engagiert als Hochschulen, weil unsere Studenten innovativ sind. Und zugleich, weil unsere Studenten so engagiert sind, können wir als Hochschulen innovativ sein. Das ist dann auch gleich das Thema des heutigen Nachmittags. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen guten Appetit in der Mittagspause. Applaus